Ich hoffe, das geht sich aus, weil er zeigt mir, mein Akku ist leer. Ja, okay. Ich habe ein Buch fertig gelesen am Kindle. Save Us von Mona Carsten. Nein! Ja, von Mona Carsten ist am 31.08.2018 erschienen. 416 Seiten von LYX Verlag, Liebesromane, und es geht um Ruby und James. Das Buch hat mir sehr gut gefallen. Das Cover seht ihr jetzt und ist auch sehr cool. Ja, schwierig zu deuten. Der Schluss hat mir wirklich gefallen. Auch das ganze Buch hat mir gefallen. Ein bisschen geheult habe ich auch. Sieht man, oder? Na, ich bin einfach nur müde. Ich habe bis um 2 gelesen. Aber dann bin ich schlafen gegangen und jetzt habe ich den Rest gelesen und dazu muss ich gleich zu einem Termin und jetzt mache ich halt die Buchrezension so nebenbei, dass ich ein weiteres Buch lesen kann. Ja, was natürlich bescheuert aus. Ja, was kann. Ja, Ruby und James machen viel mit. Ruby tut ihm ständig aufmuntern, dass er seine Träume verwirklicht, dass er nicht unterdrückt wird von seinem Vater. Und dieser Vater, den wünsche ich keinen, so wie er da in dem Buch beschrieben worden ist, ist das ziemlich, ziemlich, ja, keine Ahnung, ziemlich ein mieser Kerl von Vater. Ja, aber so muss ich sagen, ist es wirklich wie immer flüssig geschrieben. Es hat mir gefallen. Das war der letzte. War der letzte Teil. Man muss es lesen, dass man die Geschichte von Ruby und James fühlen kann. Ich habe sie gefühlt. Und das sind immer die schönen Momente, wenn sie zusammen sind. Und ja, Lydia hat auch ihr Glück gefunden, die Schwester von James. Und die Schwester von Amber hat auch ein bisschen Glück, was halt in dem Buch bisschen verwirrend ist, weil einmal Ruby, James, dann Lydia, dann Amber, dann noch andere Leute beschrieben werden oder geschrieben werden, dass die Geschichte halt irgendwie einen Sinn ergibt. Und ja, aber ich muss sagen, es ist wirklich, wirklich ziemlich schön geschrieben. Es ist wirklich ziemlich schön geschrieben. Ich würde alle drei Bücher empfehlen. Zwei Bücher habe ich ja in Buchform und wenn ich mehr gelesen habe von Buch. Ich weiß, das sage ich schon seit 2018, na, seit 2017, aber es kommt, ich verspreche es. Es wird kommen. Ja, anschauen, unten steht alles, Kurzinfos, Autoren erschienen gerne, blabliblub, sowie auch der Klappentext. Und ja, ja, das war's. Lesen, sehr unterhaltsam, teilweise im dritten Teil, aber es gibt mehr jetzt nicht Unterhaltung, schon, es gibt halt Sachen zum Lachen, aber es sind doch sehr viele brisante Vorfälle, wo ich immer die Luft eingezogen habe und geschaut habe, nein, oder? Das geht noch, das geht noch. Ja, das war's von mir. Save Us, die Save-Reihe habe ich fertig gelesen und wir sehen sich dann bald wieder, alle Fälle, Dienstag.
Tschüss.